Es war deutschlandweit der sonnigste März seit Beginn der regelmäßigen und flächendeckenden Wetteraufzeichnungen von vor über 70 Jahren. Die Gefahr ist zumindest gegeben, also das ist nicht ausgeschlossen, dass es, wenn es jetzt so weiter ginge mit der Trockenheit, wirklich wieder ein großes Problem wieder bekämen in Sachen Dürre. Da braucht es eben nur wirklich einen Funken und schon steht da mal ein Wald in Flammen. Es gibt übrigens auch noch einen weiteren Trend, der erstmal ein bisschen kurios klingt. Willkommen beim Podcast von Wetter.com. Hier spricht wieder Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. So, worüber sprechen wir heute? Wir haben ja jetzt den April, der schon mal ganz schön kalt und nass beginnt, im Gegensatz zum März. Der war ja alles andere als regnerisch. Es ist fast kein Tropfen Regen gefallen, die Sonne schien nonstop. Natürlich freuen wir uns auch über so ein Wetter, aber für die Vegetation ist das eher eine schlechte Nachricht. Und um mehr darüber zu erfahren, spreche ich heute mit unserem Wetter.com-Meteorologen Andreas Machalica. Freut mich, dass du heute da bist, Andi. Ja, hallo Daniela, freut mich auch. Heute spreche ich mit Andi über den außergewöhnlichen März, warum der eigentlich so trocken und sonnig war, was das für unsere Natur bedeutet und warum es in Griechenland schneien kann, während Deutschland die Sonne genießt. Außerdem ist auch die Waldbrandgefahr ein Thema und was sich für ein Frühlingstrend in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt hat. Wie würdest du als Meteorologe den diesjährigen März zusammenfassen oder beschreiben? Mit einem Wort: historisch. Also dieser März 22 schreibt in Deutschland wirklich absolut Wettergeschichte, vor allem weil er extrem sonnig und gleichzeitig extrem trocken war. Es gab dann auch sehr viele kalte, frostige Nächte und durch die kräftige Märzsonne oft frühlingshafte Mittag- und Nachmittagsstunden. Also es war praktisch den ganzen Monat sonnig und trocken. Ja, das war auf jeden Fall kein normaler März. Welche Rekorde wurden denn gebrochen? Ja, zum einen der Sonnenscheinrekord. Es war deutschlandweit der sonnigste März seit Beginn der regelmäßigen und flächendeckenden Wetteraufzeichnungen von vor über 70 Jahren. Und das wirklich mit einem riesen Abstand. Die alten Rekorde wurden da absolut pulverisiert. Der alte Rekord von 1953, der wurde jetzt schon am 25. März gebrochen, also schon sechs Tage vor Monatsende. Und wir haben am Ende gemittelt über ganz Deutschland über 230 Sonnenstunden. Das sind ungefähr 35 bis 40 über dem alten Rekord, also im Prinzip drei komplette sonnige Tage à 12 Stunden, die es da drüber gegangen ist. Man kann sagen, in diesem März schien die Sonne praktisch für zwei Märzmonate. Und um mal eine Einschätzung zu geben, wir haben sogar mehr Sonne gehabt als zum Beispiel im letzten Juli oder im letzten August. Und an den allermeisten Stationen in Deutschland gab es neue März-Sonnenscheinrekorde. Übrigens sonnigste Region Bodensee, Alpenvorland, über 250 Sonnenstunden. Und es gab auch keine einzige Region in Deutschland, die zu wenig Sonne hatte. Also überall ein üppiges Plus. Und das ist eben die eine Seite dieser März-Wettermedaille. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese extreme Trockenheit. Bis kurz vor Schluss waren es in Deutschland, über Deutschland gemittelt, gerade mal so um die 15% des Niederschlags Solls. Die letzten beiden Märztage haben da noch ein bisschen was aufgeholt, aber wir haben auf jeden Fall auch einen extrem trockenen März gehabt. Und es gab in Deutschland auch Regionen, die bis kurz vor Monatsschluss keinen einzigen Tropfen Regen gesehen haben. Das war vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg der Fall. Das ist verrückt. Was für eine Wetterlage hatten wir denn, beziehungsweise an welcher Wetterlage liegt es, dass wir so einen trockenen Frühlingsbeginn hatten? Ja, wir hatten praktisch ununterbrochen den ganzen Monat über Hochdruckgebiete und zwar ziemlich kräftige Hochdruckgebiete. Das ging gleich los nach dieser Sturmserie von Mitte Februar. Der eine oder andere erinnert sich noch dran, aber ab Ende Februar, ja, das war nämlich wirklich ziemlich heftig. Aber dann kam Ende Februar das Hoch Kai und dann ging das praktisch die ganze Zeit durch bis zum Hoch Peter. Dieses Hoch Peter hat ja auch teilweise eine sehr extreme Stärke erreicht. Der Luftdruck über Skandinavien, 1050 Hektopascal und drüber. In Schleswig-Holstein gab es dann auch noch einen neuen Luftdruckrekord, also auch noch ein neuer Rekord in diesem Monat. Und das zeigt ganz schön, was das für eine Wetterlage war. Diese Hochs haben nämlich sämtliche Regentiefs abgeblockt. Das Ergebnis eben die große Trockenheit. Zweites Ergebnis die Sonnenscheinrekorde, weil es eben großflächig über ganz Deutschland so sonnig war und permanent so sonnig war. Und ein weiteres Ergebnis die großen Temperaturschwankungen. Wir hatten kalte, klare Nächte und dann eben die sonnige Tage, wo die kräftige Märzsonne schon richtig ordentlich scheinen konnte. Und das hat sich übrigens dann so einigermaßen ausgeglichen mit den kalten Nächten und den warmen Nachmittagen.
Von der Temperatur her war dieser Monat doch relativ unauffällig, also gar nicht mal allzu warm. Das stimmt. Also ich finde auch, dass ich noch gefroren habe, obwohl es so schön sonnig war. Ja, früh morgens immer, ne? Ja, genau. Ich erinnere mich auch, dass in Osteuropa, die hatten mit eisigen Temperaturen zu kämpfen. Also wie ist das eigentlich möglich, dass es in Griechenland und in der Türkei schneien kann und in Deutschland regnet es überhaupt nicht? Ja, das hat mit dieser Großwetterlage zu tun, mit unserer Hochdruckwetterlage, die ja so über Zentraleuropa vor allem dieses Hoch immer wieder positioniert hatte. Denn ich habe ja gesagt, dass um diese starke Hoch herum die Tiefdruckgebiete in großem Bogen herumgeführt wurden. Die zogen dann vom Atlantik über Nordskandinavien und wurden dann über Osteuropa nach Süden abgelenkt und geführt Richtung östliches Mittelmeer. Und da kam dann eben die Kaltluft aus Norden mit im Schlepptau und über dem Mittelmeer haben sich dann Wolken gebildet, Niederschläge und die fielen eben teilweise, weil die Luft kalt genug war, dann als Schnee. Also ganz anderes Wetter als bei uns und übrigens auch auf der anderen Seite am Mittelmeer, so Richtung Spanien, Portugal. Auch da war es ziemlich unbeständig in diesem Monat. Auch da hat es teilweise immer wieder kräftig geregnet. Ja, und dieses Tief übrigens, was da gekreist ist, das hat uns ja auch zweimal Sahara-Staub nach Deutschland gebracht. Oh ja. Ja, das ist ganz surreal, dass es dann in Spanien schlechteres Wetter gibt als in Deutschland. Würdest du sagen, uns droht nach so einem März ein Dürrefrühling oder kann man das noch nicht sagen? Die Gefahr ist zumindest gegeben, also das ist nicht ausgeschlossen, dass es, wenn es jetzt so weiter ginge mit der Trockenheit, wirklich wieder ein großes Problem wieder bekämen in Sachen Dürre. Aber durch die Umstellung der Wetterlage, die wir jetzt in den letzten Märztagen erlebt haben, hin zu wechselhafterem, nasserem Wetter ist zumindest jetzt mal die akute Gefahr etwas gebannt. Zumindest oberflächlich ist es jetzt wieder nasser geworden. Waldbrandgefahr geht zurück, wobei es da natürlich auch wieder regionale Unterschiede gibt. Und vor allem der Süden bekommt in den nächsten Tagen immer wieder Niederschläge ab. Zum Teil kommen die ja noch mal als Schnee runter. Also insgesamt geht es wohl erstmal mit diesem etwas durchwachseneren Aprilwetter weiter, sodass es auch weiterhin Chancen auf Regen gibt. Also so ein richtig starkes und permanentes Hoch wie im März, das sehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Okay, ja, das ist ja gut. Ab wann kann man denn sagen, dass man einen Dürrefrühling hat oder woran ist ein offizieller Dürrefrühling erkennbar? Naja, du hast vor allem jetzt die Erscheinung in der Natur, diese trockenen Wälder, aber auch niedrige Flusspegel. In den Flüssen ist ziemlich wenig Wasser drin, zumal es ja auch keine große Schneeschmelze gegeben hat. Und wenn die Hochlagen aus dem März weiter fortgesetzt hätten, dann wäre es auch immer kritischer geworden, zumal ja auch jetzt in den nächsten Wochen immer mehr Wasser verdunstet, weil die Sonne immer kräftiger scheint, die Temperatur weiter stetig ansteigt und immer mehr Wasser aus dem Boden rauszieht. Also das kann dann eben im April und im Mai dann durchaus zum größeren Problem werden. Wir haben ja gerade in Norddeutschland noch jetzt längere Zeit vom relativ nassen Februar profitiert. Da war noch viel Wasser im Boden. Stimmt, das Wasser stand zum Teil ja auf den Feldern. Aber auch hier hat jetzt die Trockenheit in den Böden jetzt langsam weiter zugenommen. Aber gerade im Süden Deutschlands, da ist sie im Moment jetzt noch ziemlich akut. Gerade so vom südlichen Baden bis nach Oberbayern. Da sind die obersten Bodenschichten Ende März jetzt extrem trocken gewesen. Ja, das fällt mir tatsächlich auch auf. Also hier in München habe ich auch schon gesehen, die Wiesen sehen ziemlich trocken und braun aus. Was für Auswirkungen hat denn so eine lange Trockenheit auf die Vegetation? Ja, gerade im Frühling ist das ziemlich problematisch, denn die Vegetation braucht jetzt das Wasser, damit sie richtig durchstarten kann. Gerade jetzt ist der Wasserbedarf besonders groß, damit sich die Pflanzen entwickeln können. Gerade auch landwirtschaftliche Nutzpflanzen, zum Beispiel Mais, Raps, Zuckerrüben, Wintergetreide, die brauchen jetzt eben auch wirklich dringend den Regen. Und es ist aber auch wirklich so ein gewisser Trend zu erkennen. In den letzten Jahrzehnten hat eben auch gerade im Frühling die Zahl der trockenen Tage deutlich zugenommen. Und das ist eben wirklich in den letzten Jahren immer wieder mal zum Problem geworden. Gerade wenn man auch dann weiterdenkt in Richtung Sommer. Denn wenn da eben die Böden nicht ausreichend Wasser haben, dann ist es eben problematisch, sommerliche Hitzeperioden gut zu überstehen. Und deswegen ist gerade so eine lange Trockenheit für die Vegetation ziemlich problematisch. Wenn es dann wirklich jetzt in den nächsten Wochen mal ausreichend regnet und das Frühjahr dann noch relativ nass wird, gerade auch so im Mai, sagt man ja auch, ist der Mai kühl und nass. Das ist eben eine sehr, sehr beruhigende Aussicht dann in Richtung Sommer, dass dann eben der Trockenstress nicht so groß ist, wenn dann eben die Sonne in den Sommermonaten am kräftigsten scheint. Und übrigens noch ein zweiter Effekt bei niedrigen Flusspegeln insbesondere, die Wasserqualität verschlechtert sich dann auch. Ah, okay. Ja, was ja auch noch hinzukommt durch die ständige Trockenheit, ist ja auch bei uns die Waldbrandgefahr in dem Monat gestiegen.
Ich meine, letzte Woche bei München sind auch an einigen Wiesenflächen Brände gemeldet worden. Ja. Wie gefährlich ist das, glaubst du? Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Gerade die Bodenoberfläche trocknet sehr schnell aus, wenn es mal einige Zeit keinen Regen gibt. Und ja, das unterschätzt man vielleicht gerade so um diese Jahreszeit. Aber selbst im Frühling ist es schnell mal so, dass wir nur relativ hohe Waldbrandgefahr haben. Denn um diese Jahreszeit haben wir noch wenig frische Vegetation. Das heißt, wir haben mehr brennbares Material in den Wäldern. Dürres Laub, Gehölz, Reisig, trockenes Gras aus dem Vorjahr. Das kann ziemlich schnell in Flammen aufgehen. Da braucht es eben nur wirklich einen Funken. Und schon steht da mal ein Wald in Flammen. Und wir haben ja in diesem März auch punktuell einige kleinere Waldbrände durchaus schon gehabt. Ja, ist denn so eine erhöhte Waldbrandgefahr überhaupt normal im März in Deutschland? Ja, durchaus. Also gerade wenn wir eben so eine sehr trockene Phase haben, in diesem März war es ja wirklich sehr extrem, aber grundsätzlich muss man immer wieder mal, wenn wir wirklich so eine zwei-, dreiwöchige Trockenheit da haben, schon damit rechnen, dass dann auch die Waldbrandgefahr deutlich ansteigt. Man braucht gar nicht unbedingt die ganz große Hitze für die Waldbrandgefahr, sondern eben vor allem die Trockenheit. Klar, wenn wir natürlich mehr Hitze haben, verdunstet auch mehr, wenn es wärmer ist, aber eine lange Trockenphase kann eben auch um diese Jahreszeit schon durchaus Waldbrände verursachen. Welche Gebiete in Deutschland sind besonders von der Waldbrandgefahr betroffen? Ja, es sind vor allem sandige Böden, wo wir Nadelwälder haben. Und das ist vor allem schwerpunktmäßig in Brandenburg der Fall. Dann teilweise auch noch rüber über Sachsen-Anhalt bis ins östliche Niedersachsen, Lüneburger Heide, sind ja auch ziemliche Sandböden. Da steigt eben die Waldbrandgefahr relativ schnell an, eben weil die sandigen Böden dann schnell austrocknen und auch diese Nadeln dann auch schnell trocken sind und dann natürlich schnell zu Waldbränden führen können. Andere Gebiete, wo wir mehr so lehmige Böden haben, sind dann nicht so schnell betroffen. Also schwerpunktmäßig wirklich Brandenburg. In diesem März war es allerdings auch so, dass gerade eben durch die extreme Trockenheit der Süden Deutschlands eine erhöhte Waldbrandgefahr immer wieder mal hatte. Oh je, also auch wir sind davon betroffen in München. Auch, ja, in diesem Monat war es eben durchaus mal der Fall. Es ist aber, wie gesagt, schwerpunktmäßig der Nordosten Deutschlands in der Regel häufiger davon betroffen und schneller trocknen da die Böden einfach aus. Okay. Ja, wie schnell kann denn so ein Waldbrand entstehen, wenn es jetzt so lange am Stück trocken war wie jetzt? Also ich habe nämlich gehört von einer, es wurden 200 Quadratmeter abgebrannt bei Geretsried, weil ein Jugendlicher ein Streichholz liegen lassen hat, das aber eigentlich schon aus war. Aber die Hitze hat da wohl schon ausgereicht, dass es sich entzündet hat. Ja, weil es eben sehr, sehr trocken ist. Ganz genau so ist es. Ne? Es hängt vor allem zum einen, wie gesagt, vom Bodentyp ab und dann eben auch davon, wie lange es jetzt trocken gewesen ist. Und da reicht dann eben oft schon wirklich eine achtlos weggeworfene Zigarette. Also viele Waldbrände oder die meisten Waldbrände entstehen auch durch einfach durch Fahrlässigkeit. Im schlimmsten Fall ist es dann auch Brandstiftung. Also man kann wirklich da nur empfehlen, wenn eben auf den Karten die Waldbrandgefahr dann mal schon Stufe 3 oder 4 von 5 erreicht hat, da besonders vorsichtig zu sein, also keine Feuer machen, natürlich eben auch keine Zigarettenkippen wegwerfen. Das kann eben schon schnell der Funke sein, der einen Waldbrand auslöst, eben gerade weil jetzt im Frühling Laub und Zweige trocken sind und dann eben auch brennen wie Zunder. Dann zum Glück regnet es ja jetzt dann endlich. Würdest du sagen, dass diese aktuelle Regenmenge ausreichen wird, beziehungsweise wie viel Regen ist denn nötig, damit diese Trockenheit wieder ausgeglichen werden kann? Wenn man jetzt nur den März betrachtet, da fehlen uns ja flächendeckend über Deutschland mal so runde 50 Liter, dann wären wir eben beim Monatssoll ungefähr gewesen. Also das ist jetzt das Märzdefizit, das muss jetzt erstmal ausgeglichen werden. Und ja, es wäre schon jetzt wirklich begrüßenswert, wenn es mal in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen gleichmäßig über viele Tage verteilt und dann immer wieder mal regnet. Also wir haben am besten so einen regelmäßigen Regen, nicht unbedingt den kräftigen Platz-Gewitterregen, sondern Landregen, das wäre eigentlich das Ideale, damit sich dann die Böden so langsam durchfeuchten können, auch die Feuchtigkeit so langsam in die tieferen Schichten dann durchsickert. Und also ideal wäre es wirklich, wenn sich da trockene und nasse Wetterphasen abwechseln würden. Also das wäre für viele sicherlich, die auch gerade in der Landwirtschaft tätig sind, das Wunschwetter.
Ja, auf jeden Fall. Wird uns das im April auch erwarten, meinst du? Wie wird der April? Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Was passiert jetzt im April? Ich habe ja schon gesagt, also so eine richtig kräftige Hochdruckwetterlage wie im März erwarte ich eigentlich nicht mehr. Es sieht eher nach durchwachsenem Wetter aus. Wir haben jetzt mal so Anfang April auch nochmal so richtig Spätwinter zu spüren bekommen. Das wird sich im Laufe der nächsten Woche dann so allmählich wieder beruhigen. So langsam krabbeln die Temperaturen wieder ein bisschen nach oben, aber sieht eher durchwachsen aus. Also da haben wir dann durchaus mal auch nach wie vor Regenchancen und sieht so ein bisschen tendenziell nach einer etwas durchwachsenen Westwetterlage aus. Tendenziell dann mit etwas mehr Regen in Norddeutschland und etwas längeren trockenen und freundlichen Phasen dann im Süden Deutschlands und vom Temperaturniveau. Schön. Wie gesagt, das wird sich so langsam wieder etwas normalisieren. Nach diesem Kälteschock zum Monatsbeginn dürfte das so langsam wieder in die Normalbereiche vordringen. Okay, sehr gut. Wie glaubst du, werden denn die nächsten Frühlinge in den nächsten Jahren, denkst du, das wird wieder so extrem und trocken und sonnig? Naja, eine Prognose für einzelne Frühjahre in den nächsten Jahren, die kann man einfach nicht geben. Aber was man feststellen kann, wir haben natürlich einen allgemeinen Erwärmungstrend und der schlägt gerade besonders im Frühling durch. Gerade der April ist der Monat, der generell in den letzten Jahrzehnten am kräftigsten zugelegt hat, was die Erwärmung angeht. Also wir haben noch in den 70er, 80er Jahren oft wirklich richtige Kälteeinbrüche gehabt, richtig kalte Aprilmonate. Jetzt in den letzten Jahren, in Jahrzehnten war der April auch häufig schon so eine Art Frühsommer, der sich da immer wieder mal eingestellt hat. Es wird auch immer früher im Jahr schon mal die 20-Grad-Marke geben. Auch das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren beobachtet haben und leider eben auch der Trend zu mehr Trockenheit, den wir jetzt immer wieder auch in den letzten Jahren gesehen haben. Gerade wenn man so die letzten 20, 30 Jahre anschaut, da geht es wirklich mit den trockenen Phasen immer weiter nach oben. Also die trockenen Phasen werden länger und die nassen Phasen leider dementsprechend kürzer. Und es gibt übrigens auch noch einen weiteren Trend, der erstmal ein bisschen kurios klingt. Okay. Es ist nämlich gerade in den letzten 20 Jahren im April und teilweise bis in den Mai hinein in den Nächten frostiger geworden. Also es gibt tatsächlich mehr Nächte mit Frost oder Bodenfrost, obwohl es grundsätzlich wärmer geworden ist und trotzdem steigt die Frostgefahr. Das hängt eben auch eben damit zusammen, dass wir viele Hochdruckgebiete haben, dementsprechend auch viele Strahlungswetterlagen, starke Einstrahlung am Tage, sehr sonniges Wetter, da kann sich die Luft erwärmen, aber eben diese trockenen Nächte, starke Ausstrahlung und damit Frostgefahr. Also das, was wir in diesem März erlebt haben, das ist sozusagen auch so ein bisschen typisch für das, was man da grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat. Also das ist aber auch wirklich ein gewisses Problem, gerade wenn die Vegetation eben relativ früh loslegt, weil es eben schon im Februar, März relativ warm wird und dann kommen noch diese Frostnächte, besteht natürlich auch dann die große Gefahr von Frostschäden in der Landwirtschaft oder auch im Weinbau. Okay, das heißt, die Nächte werden kalt und die Tage trocken. Alles das klar. Ist so der allgemeine Trend. Wie gesagt, es ist keine Prognose für einzelne Jahre, die kann man einfach nicht geben. Es kann durchaus sein, dass das Frühjahr 2023 plötzlich mal genau in die andere Richtung schlägt, also relativ wechselhaft nass und kalt ist. Das kann man einfach nicht vorhersagen. Aber so dieser allgemeine Trend eben mit den Zappelbewegungen nach oben und nach unten, der ist eben tatsächlich so, dass wir eben mehr zu Trockenheit und zu Wärme tendieren. Meinst du, uns könnte dieses Jahr im Sommer nochmal eine Waldbrandgefahr drohen? Das ist durchaus möglich und das hängt natürlich auch sehr stark von der Witterung ab, die uns da im Sommer erwartet. Also wenn wir eine relativ wechselhafte Wetterlage haben, dann wird die Waldbrandgefahr natürlich immer wieder durch Regenfälle gedämpft. Aber es reicht dann ja auch schnell, wenn es mal irgendwie für eine Woche oder zwei Wochen trocken und heiß ist. Zumal das es ja ausreicht, dass da eben wirklich die oberflächlichen Schichten austrocknen. Und da haben wir natürlich im Sommer eben durch die starke Sonneneinstrahlung auch eine starke Verdunstung. Also dementsprechend muss man zumindest regional immer wieder mit Waldbrandgefahr rechnen. Aber da wird natürlich auch dann entsprechend davor gewarnt, dass man sich entsprechend verhält und wie ich schon gesagt habe, da keine Feuer im Wald macht oder keine Zigaretten wegwirft. Ja, gut, ja. Dann habe ich noch eine kurze Frage an unsere HörerInnen. Wie habt ihr denn den März wahrgenommen und hat euch die Trockenheit irgendwie betroffen? Schreibt uns doch gerne auf Instagram was dazu. So, Andi, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich viel nochmal über den März erfahren, über Trockenheit und Waldbrandgefahr und auf was man auf jeden Fall achten muss.
Und danke, dass auch ihr reingehört habt. Wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne auch hier unseren Podcast auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Dann vielen Dank, Andi. Tschüss. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.